meine Lieben, willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Und hier zeige ich euch nochmal die letzte Woche, beziehungsweise für mich ist es noch diese Woche, weil ich filme das jetzt hier am Samstag. Ich muss das hier früh morgens filmen, weil eigentlich wollte ich heute ausschlafen und dann so langsam zum Frühstück gehen, aber ich weiß nicht, wie das Wochenende wird. Es ist immer recht chaotisch, man weiß nie, was machen wir im nächsten Moment, wo geht's hin, welche Pläne haben wir. Deswegen sieht es meiner Deko, ich muss immer viel ändern, weil ich zum einen, ja, jetzt ich habe jetzt meinen Yoga eingeplant und dann habe ich gemerkt, hups, da kannst du aber nicht hingehen, du musst lernen, Julia. Du schreibst nämlich am Donnerstag einen Test. Also es ist immer irgendwas hier, also wundert euch nicht. Ja, das ist die letzte Woche vorerst hier aus Schleswig-Holstein. Ich habe mich wieder hingesetzt und habe jetzt ziemlich einen Hunger, weil ich noch nichts gegessen habe, außer einem Apfel. Und der war recht klein. Ja. Also freue ich mich, wenn ich das hier fertig habe, dass ich endlich was essen gehen kann. Heute wusste ich ehrlich gesagt nicht, was ich für die Deko genau machen soll, wie ich es anordnen soll. Ich habe, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich zu Hause mir ein paar Sachen rausgesucht und habe geschaut, passt das zusammen, kannst du das verwenden und so ein bisschen Vorarbeit geleistet. Aber ich weiß natürlich nie, habe ich darauf Lust? Will ich diese Deko jetzt machen oder habe ich Bock auf was anderes? Das ist dann immer so ein bisschen schwierig, aber zum Glück war mir danach diese Woche eine Dekoration zu machen und ihr werdet mich wieder sehr viel in meinem Stickerbuch blättern sehen. Denn ich wusste nicht so genau, was ich eigentlich machen wollte und wie ich es anordnen wollte. Und ich habe noch ein paar Sticky Notes aus dem Teddy rausgeholt. Die habe ich mir hier auch nochmal gekauft, andere Sets allerdings, weil es die in meinem Teddy zu Hause, ich habe nur ein Set gefunden und da war ich wirklich zu spät dran. Ich musste auf mein Geld warten und hatte nicht so die Möglichkeit, es gleich zu kaufen. Und als ich dann war es schon so gesehen ausverkauft. Und ich habe das hier mir zwei weitere Sets gekauft. Und die möchte ich jetzt hier nochmal benutzen. Ich hoffe auch, das funktioniert. Ich habe angefangen, wie immer, To-Do-Boxen und die kleinen Herzen aufzukleben, so als Markierpunkte für meine To-Dos. Ich musste ein bisschen aufpassen wegen der Farbauswahl, denn ich wollte ja Rosensticker verwenden und ich hatte leider nicht so viele in Rosa, in Zartrosa. Ich hatte halt eben auch viele in Weiß. Ich fand das so ein bisschen schwierig. Aber ich hoffe, ich habe das gut gemeistert. Ihr werdet es sehen. Die großen Kreise, die habe ich von der Jessica gekriegt. Sie hat jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ich verlinke ihn euch unten und dann könnt ihr auf ihrem Kanal vorbeischauen. Ich denke mal, sie macht Videos, die mehr dem Trend folgen. Ich bin ja so mehr so ein Außenseiter, was so Trends anbelangt. Ich mache irgendwie mein eigenes Ding oder beziehungsweise ich mache Sachen, die andere schon längst gemacht haben. Und auf ihrem Kanal findet ihr aktuelle Sachen und es macht unheimlich viel Spaß, ihr zuzuschauen. Also schaut vorbei. Ich klebe hier noch ein paar Kreise auf. Ich finde diese Schönkonserve bisher noch nicht so ganz einsetzen. Und heute habe ich gesagt, okay, jetzt musst du es aber mal. Und die Rosensticker, die habe ich von Angela. Ihren Kanal verlinke ich auch nochmal unten. Ich hoffe, sie macht demnächst wieder Videos. Ich hoffe es, denn ich habe jetzt schon lange nichts mehr von ihr gehört bzw. gesehen. Und dann hoffe ich, da kommt noch etwas. Ich habe diesen einen grünen Sticker aus meinem Stickerbuch wieder abgezogen in der Ecke.
Und ja, weil es war mir zu viel Grün, beziehungsweise ich wollte nicht so viel dunkles Grün mit einbauen. Also habe ich bei den Sticky Notes geschaut. Zuerst wollte ich so ein bisschen rosahaftes benutzen, aber das hat leider nicht so gut mit dem Rosensticker harmoniert. Also habe ich mich für den ganz hellgrün entschieden. Ich glaube, das war eine gute Wahl. Es sieht nicht so krass grün aus und ja, das balanciert es nochmal ein bisschen aus. Das Washi-Tape, das ist aus dem einen Set aus dem Müller. Ich glaube, das war mit ganz vielen Bronze, Foil, Tapes, also es waren glaube ich 4 Stück oder so in einem Pack. Da könnt ihr vorbeischauen. Ich denke mal, die gibt es noch. Und ja, ich finde die sehr schön und endlich konnte ich sie mal benutzen. Ja, ich habe es extra mitgenommen. So nach dem Motto, Julia, du musst sie jetzt verwenden. Ja, also hier klebe ich jetzt nochmal die letzten Sticker auf und hier suche ich wieder mal. Ich suche und suche und suche. Es war wirklich furchtbar schwer. Ich wusste nicht, was ich benutzen sollte. Und ich hatte noch ein paar Termine, die ich aufschreiben wollte. Aber ich wollte sie halt eben in so einem Kästchen oder sowas ähnliches aufschreiben, also notieren. Und in diesem Stickerbuch gibt es halt eben nicht so viele. Ja, hier sieht man schon, ich habe hier versucht, den einen aufzukleben, der hat nicht so gepasst. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass nicht so viele Halbboxen da drin sind. Ich hoffe, in dem Stickerbuch, was sie jetzt gerade für den Mini-Happy Planner rausgeholt haben, sind mehr solche Sticker drin, weil genau die bräuchte ich. Und ich möchte nicht ständig mit diesen Punkten oder Herzen oder Pfeilen arbeiten. Ich möchte auch gerne mal diese halben Boxen benutzen, die es halt eben für den großen Happy Planner nicht gibt oder den normal großen. Es ist halt eben immer schwierig, da was zu finden. Deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit nur geblättert. Oh Gott. Ja, also ich blättere hier jetzt weiter. Ich fahre ja am Freitag wieder nach Hause. Also ich habe bis 15 Uhr Schule und danach geht es ab zum Bahnhof und dann muss ich wieder die ganze Strecke mit dem Zug fahren. Das wird sehr stressig. Und ich muss noch mal nachfragen, ob es geht, dass ich einige Sachen hier lassen darf, weil ich gehe nur für eine Woche nach Hause und komme dann wieder für 2 Wochen her. Deswegen wäre es blöd, wenn ich die Sachen, die ich hier eh benutzen werde, noch mal mitschleppen müsste und hin und her. Also ich hoffe, es geht. Denn ich habe darauf echt keine Lust. Ich weiß, wie das bei der Anfahrt war und es war einfach nur ein grauenhafter Tag. Und ich habe das in meinem Tagebuch wirklich so, das war einfach nur nervenaufreibend. Und sowas hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich so genervt war von einem Reisetag. Und ich habe am Freitag die Sterne wieder abgezogen, denn mir fiel ein: Julia, du musst da nach Hause, du bleibst nicht hier. Man hat sich schon so gewöhnt an die ganze Situation, an diesen Ort. Ich ertappe schon meine Klassenkameraden und mich dabei, wie wir sagen: Ah ja, wir gehen jetzt nach Hause. Dabei meinen wir das Zimmer, in dem wir wohnen, beziehungsweise das Gebäude, in dem wir untergebracht sind. Und das ist schon drin, weil wir so lange hier sind. Also ich zumindest. Ich bin ja jetzt schon seit 2 Wochen hier und dann noch die letzte dritte Woche. Und ja, es hat sich so eingebürgert. Ich mache jetzt noch die Löcher frei und dann kommt das ab in den Planer. Und ja, ich schreibe jetzt hier noch, dass ich nach Hause fahre. Juhu, ich freue mich schon drauf. Denn ich habe viel zu erzählen, ist ja klar. Und ich habe sehr viele Fotos gemacht, die möchte ich allen zeigen, weil es einfach nur super, super schön ist. Dieses Wochenende soll es sehr warm, sehr schön sein, sehr freundlich sein. Das freut mich natürlich. Aber ich weiß natürlich nicht, was wir machen. Und da lasse ich mich überraschen und lasse halt eben Platz frei in der Woche. So, ich bin fertig. So sieht die Woche aus. Tut mir leid, dass die Übersicht jetzt hier ein bisschen dunkel geworden ist. Ich frage mich, warum. Aber ich hoffe, ihr könnt noch was erkennen. Ja,
ist halt eben sehr dunkel. Aber ich muss sagen, die Deko gefällt mir sehr. Ich mag, dass es nicht zu überladen wirkt. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Wochendekoration. Macht es gut. Tschüss.